Jahresausstellung des Kunstvereins ist immer der inoffizielle Höhepunkt des Vereinsjahres. 60 Künstler aus ungefähr 8 Nationen stellen hier ihre besten Werke aus. Bei dieser Ausstellung haben wir es geschafft gehabt, doch ohne Thema zu arbeiten und doch eine relativ gute Qualität abzuliefern. Ich glaube, alle Künstler, die bei uns im Verein sind, und das sind ja fast 130 Mitglieder, haben hier ihr Bestes gegeben. Und ich glaube, diese Ausstellung zeigt auch, wie wertvoll und wie doch talentiert viele Künstler sind. Manche sind ja mit internationalen Renommee ausgestattet, was viele ja nicht wissen. Also von der Seite, glaube ich, zeigt diese Ausstellung schon, welche Qualität die Kunst im Raum Deggendorf hat. Die Bilder haben meistens nur einen persönlichen Wert, weil sie eigentlich Bilder aus der Seele sind. Das heißt, ich mache meinen Stress, den ich habe mit der Arbeit und sonstigen Dingen, den reagiere an den Bildern ab. Und so dauert es mal ein halbes Jahr, bis mal wieder so ein Werk entsteht. Und naja, und ab und zu stelle ich die dann auch aus. Ich bin seit 12 Jahren beim Kunstverein, einfach um auch meine Bilder zu präsentieren. Und nicht nur das, sondern auch Kontakte zu knüpfen mit anderen Künstlern, mit anderer Vielfalt. Und es macht ja auch sehr viel Spaß, zusammenzuarbeiten, auch ein Team zu bilden im Kunstverein. Und das ist schon sehr bereichernd. Das ist ein Werk von der Anna Lademann, das ist eine sehr junge, interessante Künstlerin, neu im Verein, bringt so eine Art Pop-Art-Ansatz rein da. Sie setzt sich quasi mit alltäglichen Gegenständen, die wir so jederzeit kennen, in eine poppige Art auseinander, sehr farbenfroh. Wir sehen hier einen Hirsch, aber in einer anderen Art und Weise, als wir es gewohnt sind. Ich setze mich mit dem Thema Frau auseinander. Frau in der Gesellschaft. Die Rolle der Frau als Mutter, als Geliebte, als Chefin, als Frau, die von Männern ausgenutzt wird. Es ist ein sehr provokantes Bild und es soll die Leute zum Nachdenken bringen über Frauen, wie wir sie sehen wollen und wie wir sie nicht sehen wollen.